Ein Tieflieger. Und herzlich willkommen zu Bioshock Infinite mit dem alten Mann. Ja, sorry nochmal für die letzte Folge, die etwas länger geworden ist. Ich krieg dich. Zieh dich vor. Ich meinte damit natürlich. Hier, mach mal bitte auf. Hast du das geknackt? Mal sehen, was ich tun kann. Wir haben ja genug davon. Da ist noch ein Geschütz. Ja, wir verlassen den Bereich. Jetzt sind wir... ein Checkpoint. Oh, hier ist schon Alarm. Also kann ja nichts Schlimmes mehr passieren. Nein, hier geht's rein. Ach. Guck mal, hier liegt ein Lockpick. Hier liegt der Repetierer wieder. Ist mir aber ein bisschen, da gefällt mir meine Dingens besser. Hier ist nichts. Und ein Kinetoskop. Fritz Roy gesichert. Aha. Die Redelsführerin der Vox Populi, Daisy Fritz Roy. Gesichtet. Ach, nicht. Ja. So was Schreckliches. Der große Prophet hat ihr Ende vorausgesehen. Nur er kann uns schützen. Unser Prophet. Ende. Na gut. Der große Prophet. Hat er wirklich alles vorausgesehen? Da kommt man auch nicht rein. Jetzt geht's hier rein. Bitte sehr. Das machen. Aha. Hier kann man auch lang gehen. Wieso abgehauen? Hehe, hier kannst du nicht durchschießen, ne? Komm doch her. Da oben ist einer. Gar nicht, ich stehe doch hier im Büro. Ich bin bei der Anmeldung. Ah, da ist ein Tresor. Da kümmern wir uns gleich mal rum. Na, komm. Schneidet ihm den Weg ab. Der Müsli-Riegel? Lecker. Ja, ich hab dir dein Müsli geklaut. Na gut, das kann ich schon verstehen, dass da jemand sauer wird von. Au. Oh, ein Patriot. Achso, jetzt muss ich mich aber auch umgewöhnen. Wo bist du denn? Der ist weg. Gnade, Sache des Herrn. Ach, da bist du. Oh. Du hast schon ein bisschen Sachen verloren, ne? Ja, jetzt bin ich mir dran gewöhnt. Ich muss mich jetzt erstmal umstellen. Ich habe mir das ein bisschen besser eingestellt. Das war's erstmal. Gut. Salz, ein Apfel, ein Schokoriegel, eine Birne. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Munition. Wir gehen gleich die Treppe hoch. Wir gehen jetzt nicht erst nur nach unten. So, da habe ich schon reingeguckt, ne? Die brauche ich nicht. Ah, brauche ich auch nicht. Ich habe ihn entdeckt! Mach mal. Ach so, sie kann im Kampf nicht knacken. Jetzt kam die Musik nochmal. Was haben wir hier? Salze. So, jetzt sind wir erstmal im Loot-Paradies. Hier haben wir eine Truhe. Und da haben wir den Schlüssel unten gefunden. In dem Keller von dem Dingen. Gott. So. Ein Voxophon.
Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. So, ich bin jetzt ruhig, weil ich hier gerade alles so schön durchwühle. Das genieße ich. Da oben ist nichts. Halt, Waschbecken benutzen. Keine Seife. Was war das jetzt? Ach da, die Medikits. So, jetzt gehen wir erstmal da drüben hin. Und unten war noch ein Tresor. Wir haben ja genug Lockpick. Elizabeth? Sieht einfach aus. Oh, guck mal, was da noch ist. Oh. Ich baue jetzt den Super. Was haben wir hier? Abdeckplane. Beim Landen von einer Skyline wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Aha. Panzerfaust. Hier hätte ich Munition, wenn ich welche bräuchte. Zuckerwatte. Brauchen wir das nicht. Mir geht es gut mit meinem Schild, das mich so schützt vor diesem Wild oder so. Wo war denn der Tresor? Hier. Der ist offen. Kacke. Ich möchte einen verschlossenen Tresor und da ganz viel Zeug drin. Sowas möglich? Ja, bitte. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Wir brauchen ordentlich Lockpick. Guckt mal, hier ist schon wieder so eine Dingens. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Ja. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Mach mal auf hier. Hier ist ein Schloss. Bin dabei. Da steht auch Haarnadel. Bitteschön. Dankeschön. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Bin mir dann nicht so sicher. Booker. Dass sie die Geschichte mit dem kleinen Jungen da, mit dem kleinen Indianerjungen, dem ein Bein jetzt fehlt, nicht zu denken gibt, wundert mich eigentlich. Was macht sie denn hier? Sind ja tolle Zellen. Sollen die Stroh... Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. So, hier brauche ich nichts. Na, da ist doch wieder praktisch ein Riss. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Booker, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Den gibt es jedes Mal nicht, also das Zurück. Ja, ich würde es ja nicht so gerne tun, aber da steht, öffne den Riss. Also ich muss es tun. Mach. Gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Also wenn ich hier jetzt immer so rumhau, dann liegt das daran, dass ich mich nicht dran gewöhnen kann. Die liegt hier aber immer noch. Oh, was ist da los? Habt ihr das mitgekriegt? Da oben wird hart gekämpft. Da wieder.
Alle raus hier. Hier ist ein Voxophon. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Brüllt wer draußen rum? Oh, denen geht's wieder nicht gut. Das sind die, die wir beschossen haben. So war's noch nie. Wieso ist es weg? Ich glaube, draußen regnet es. Jetzt bewege ich mich. Hier, seht nur. Ich muss mal ganz kurz ein Fenster schließen. Ich bin gleich wieder da. Ich dachte, zwei Dinge. Meine aber nur eines davon. So. Hier mal auch gucken. Nein, ist gut. Ich habe hier nämlich Fenster auf, es ist ja sehr warm. Und Licht aus natürlich. Und da regnet es dann eventuell rein. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Warum komme ich da eigentlich nicht hin? Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Das ist doch eigentlich unlogisch, ne? Findet ihr das nicht auch? Guckt mal hier, hier ist noch ein Voxophon. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock House anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Also hat Comstock sie getötet? Seine eigene Frau? Das sieht mir ein bisschen gefährlich aus hier. Komm, wir verlassen die Verwahrstelle. Ja, das habe ich vorhin schon vorgelesen. Nee, in der letzten Folge vorgelesen. Hier ist ja richtig Stimmung. Anvisieren, umkehren? Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Hier waren wir schon. Hier bin ich. Ach, das war ein Verbündeter. Aha. Muss man natürlich wissen. Boing. Ah, ich könnte ja mal die andere ausprobieren, ne? Auch nicht schlecht. Das ist die Burst Gun. Geld. Die haben natürlich wieder Geld dabei. Der nicht. Der hatte gar nichts. Das war auch nur eine arme Sau. Das Geschütz hier. Für Karabiner. Soll ich überhaupt hier lang? Ja. Oh, was ist denn jetzt hier los? Aha. Wer schießt da? Sie sind Booker DeWitt, der ja. Held der Vox. Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt
Bist du ein Held? Märtyrer aus der Revolution? Ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker, deine Nase. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Ich hoffe, das mit dem Regen hört man nicht so zu doll. Komm, geh mal weiter, Kleine. Damit sieht man, dass sie selber auch nicht viel besser sind als die, die sie bekämpfen. Gefesselt und hingerichtet und ich räube sie noch aus. Gut aufheben. Wo denn? Okay. Du hast gesehen, dass ich Geld suche, ne? Ach so, ich muss ja wieder hier. Brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich nur Salz. Da, habt ihr das gehört? Booker DeWitt wird starb. Hier müssen wir hin, ne? Hier zu Shens Werkstatt zurück. Wollen Sie mich holen? Habe ich alles voll. Ein bisschen sprachlos bin ich. Weckt man sicherlich auch. Da liegt ein Handyman. Ich geh mal hin. Ich lauf mal hin. Dann lass uns ein Foto von sich machen. Hier ist ein Voxophon. Cheese! Cheese? Okay, für das nächste Samuel, wenn die Wut durchbricht, möchte ich, dass du diese Aufnahme abspielst und daran denkst, dass ich unendlich stolz darauf bin, deine Ehefrau gewesen zu sein. Sie sagten, deine Seele wurde von den Dämpfen in dieser Metallbox erstickt. Aber das glaube ich nicht. Und wir treffen uns wieder am Ufer der Ewigkeit. Beide unversehrt und lächelnd. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Könnt ihr euch erinnern, da wo ich nach Pfingsten kam? Da nahm ich einen Voxophon auf, wo eine Frau erzählte, dass ihr Mann Magenkrebs hat und er in einen Handyman verwandelt wurde, um eben zu überleben. Das war der da wohl. So, dann gehen wir mal in den Fahrstuhl. Ja, ich will verlassen. Hau rauf! Na, was sagst du dazu? In dieser Welt warst du ein Märtyrer. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Genau so ist das. Aber guck mal, hier ist jetzt auf. Was haben wir jetzt hier? Er schluckt aber auch einfach, was da rumsteht und interessant aussieht, das nimmt er erstmal. Booker. Press to lunge at enemies, delivering a Ein Tornadoschlag, aha. Hold and release to build up a more devastating tornado blow.
Rechte Maustaste, um einen Gegner anzugreifen und zu schädigen. Linke rechte Maustaste halten und die Taste loslassen, um den Angriff zu verstärken. Du kannst den nur Gegner angreifen, die du erreichen kannst. Achso, Enter annehmen. Interessant. Ich hab mich verdrückt. Hier, was blinkt hier? Was haben wir hier? Eikuchen, die nehmen wir gern. Ein Scharfschütze! Da oben. Ich auch. Yes. Geht klar! Okay. Wir schießen da. Hier ist das Geschütz kaputt. Drucker, Raketen! Ja, ich hab gesehen. Ach, da ist er. Oh, ich hab jetzt hier das Ding hier. Wartet mal. Den wollte ich. Oh! Ja, erlöse dich auf. Ja, nix. Ah, Munition scheine ich wohl alles voll zu haben, sonst hätte das jetzt geklackert. Da hinten waren noch Salze. Da laufe ich jetzt noch schnell hin. Ich glaube, hier lagen noch irgendwo welche rum. Hm. Komm nicht drum rum, um die Ecke meine ich. Keine Angst, so weit laufe ich jetzt nicht zurück. Nein, ich habe mich wohl getäuscht. Nee, hier, da. Bin nicht getäuscht. So ist gut. Und jetzt schneller, Bucke. Pinken proper. Mal gucken, was hier los ist. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal wieder den Hebel ziehen. Bist du da? Gut. Damit der Weg hier wieder frei wird. Ich könnte ein bisschen Munition gebrauchen. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder? Oder haben. So, reicht. Hab ich eine erschaffen. Hm. Ich habe Geld gefunden. Ja, bis eher auf. Damit. Kann gut möglich sein. Feuer fliegt aus der Hand. Guck mal, die bleiben hier drin stehen, wenn man reinspawnt. Erstmal hier runter. Und dann schaue ich erstmal, wo wir lang müssen. Da müssen wir lang. Der hat nichts. Ich werde mal hier lang gehen. Ein schöner Lärm. Der Faust ist voll. Ach, wir sollen ja zum Schmied. Ich glaube, wir haben die umgangen. Die Silver Eagle nehme ich natürlich gern. So, okay. Dann gehen wir mal zum Schmied. Kommst du mit? Wo bist du denn? So, rein hier. Aber in der nächsten Folge